Obacht, meine aktiven Korkenscheißer, und herzlich willkommen auf jeden Fall zu einem neuen Video auf den Anonymous-Clan von mir, von Thomas, von Corki. Was auch immer, ich habe schon lange nichts mehr gebracht, ich war ja mal ganz kurz aus dem Clan raus und jetzt bin ich wieder drinne. Hab auf jeden Fall mega Bock drauf und heute haben wir mal wieder ein mega geiles Gameplay im Hintergrund. Und zwar haben wir eine 104er Gunstreak auf Drone mit der MSMC vom Cave-Clan, also unser Partner-Clan. Schaut auf jeden Fall mal bei denen vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Und ja, auf jeden Fall richtig geiles Gameplay, schon allein auf Drone zu spielen. Ich meine, hab ich gesagt, dass die Map einfach mal kacke ist und man eigentlich nichts da drauf machen kann. Und er macht einfach einen 104er Gunstreak. Auf jeden Fall Props an den Spieler-Jungs, schaut auf jeden Fall beim Cave-Clan vorbei. Und ich habe natürlich mal wieder, wie gewohnt, eine kleine, süße, fresh Real-Life-Story für euch Jungs. Und zwar handelt die ganze Real-Life-Story von meiner Ex-Freundin. Sagen wir es so, ja, also bis jetzt... Okay, es erklärt sich eigentlich von alleine, dass ich nicht mehr mit dir zusammen bin. Übrigens, Drop, du bist ein Hurensohn. Meine wunderschöne Audio hat er einfach reingeschnitten. Das war eine dreckige Arschgeburt, Alter. Also, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, ihr müsst schon zugeben, ich bin geiler Sänger. Okay Leute, auf jeden Fall zum Thema. Wir waren auf jeden Fall so circa 5 Monate lang zusammen. Sie war in meiner Klasse, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, kommt niemals mit einer aus der Klasse zusammen. Das ist einfach irgendwie noch scheiße, ich finde, das ist irgendwie nervig, weißt du, du siehst sie so jeden Tag, weil manchmal willst du deine Freundin einfach nicht sehen, manchmal hast du gar keinen Bock da drauf. Und wenn du dann halt in der Schule dann mit deinen Freunden so chillen willst und deine Freundin kommt dann immer, das ist dann kacke. Und das ist auch immer so eine komische Situation und so, und dann ist die auch noch eingeschnappt, wenn du dann nicht zu dir hingehst oder sowas. Und auf jeden Fall, gönnt euch keine Freundin in der eigenen Klasse, ist einfach nur scheiße. Auf jeden Fall war ich 5 Monate mit der Freundin zusammen, wir haben es dann so, keine Ahnung, nach einem Monat ging es dann schon ordentlich zu, da ja, hat man halt so die Sachen gemacht, die man macht im Bett. Also nicht poppen, sondern einfach nur ein bisschen Petting und sowas. Und auf jeden Fall hatte ich halt so lange überlegt, so ob ich denn nicht mit der irgendwie bumsen sollte und so. Weil ich hatte schon Bock drauf, aber sie war so ein bisschen pingelig irgendwie so. Und das Ding ist, wenn das Mädchen so selber nicht entschlossen ist und man selber noch entschlossen ist, ist das immer kacke. Und auf jeden Fall habe ich dann Ewigkeiten lang gewartet. Als sie dann so im 4. Monat war, meinte ich dann so, ja komm, lass doch jetzt mal machen und so. Und sie so, ja, ich weiß ja nicht und ja. Und naja, ich habe es auf jeden Fall angefangen und so. Wir haben uns halt so ausgezogen und alles mögliche. Und Jungs. Oh scheiße. Ich habe meinen Pimmel einfach nicht reinbekommen. So scheiße, Alter. Und ja, auf jeden Fall, sie wollte halt irgendwie nicht, dass ich nach unten gucke, keine Ahnung, ich glaube, also die war nicht rasiert, das fand ich schon mal richtig eklig, Alter. Am liebsten hätte ich so die Heckenschere rausgeholt und wäre so durch den Dschungel, so durch. Auf jeden Fall wollte sie irgendwie nicht, dass ich nach unten gucke, und deswegen konnte ich meinen Pimmel nicht richtig platzieren, auf jeden Fall. Warum erzähle ich das euch nur? Auf jeden Fall, dann bin ich halt so wütend rausgegangen, weil sie halt, keine Ahnung, weil er halt so voll verkrampft war, und sie hat dann halt so angefangen so zu heulen so, und ich dann so zu ihr so, ja, es ist doch okay, wenn du nicht bereit bist, ich wollte es halt aber probieren, und so, sie so, oh, ich bin zu nichts fähig, ich bekomme nichts hin, musste ich sie auf jeden Fall erstmal trösten. Und ja, dann haben wir eine Woche lang nicht mehr miteinander geredet, und dann bin ich mit ihr in den Park gegangen und hab mit ihr Schluss gemacht. Ich bin so ein Hurensohn, ich gebe es ja zu, okay. Auf jeden Fall, das war eigentlich so eine Real-Life-Story an sich. Also, verkrampfte Frauen sind irgendwie komisch, aber okay, man kann es eigentlich auch akzeptieren. Ich meine, ich habe, denke ich mal, auch ziemlich falsch agiert. Auf jeden Fall habe ich mir letztens einen E-Shisha geholt, Jungs. Ihr braucht einen E-Shisha. Blaubeergeschmack ist richtig geil. Okay, nicht vom Thema abweichen. Dann würde ich mal sagen, haut rein! Bis zum nächsten Mal, das war's auf jeden Fall mit meinen Commentary. Schaut auf jeden Fall auch mal bei mir vorbei und beim GamePR-Spieler, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüssi.